Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Genug geruht, Zeit für Taten. Sagt der Typ, der selber nicht mal die Tür aufkriegt. Wozu auch? Ich hab ja dich. Hey, so. Ist jetzt schon wieder, ne? Muss ich jetzt kurz dran gewöhnen, was jetzt eigentlich jetzt was Sache war? Ah, okay. Genau, also wir haben ja jetzt die neuen Zauber letzte Folge, ja, da haben wir die neuen Zauber freigeschaltet. Und danach habe ich natürlich direkt aufgehört zu spielen, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wie überhaupt irgendwas funktioniert. Sehr gut. Okay. Wir gehen jetzt erstmal hier rüber und gucken auf die Map, die Karte. Und gucken vielleicht auch wegen... Hier haben wir eigentlich alles freigeschaltet. Da war Pater, da war die Burg. Was? Dahinter geht's noch weiter? Okay. Wie bitte was? Ich dachte, wir haben jetzt ein Ende abgeschlossen. Hier haben wir noch einen neuen Zauber, oder? Holen wir uns den noch? Alter, nee, es ist einfach so viel Stuff, Mann. Und jetzt lädt's auch noch! Ja, okay. Alter, so krank! Ich würd's... Weiß, wir haben halt irgendwie zu viel zum Erforschen freigeschaltet. Halt, also die Zauber, die hätte ich schon alle sehr gerne. Aber... Haben wir den eigentlich? Die müsste doch eigentlich alles erforscht sein. Durch den Kumpel, wir haben ja auch noch ein Foto verpasst. Mensch, war ich mal wieder schlampig unterwegs hier. Ist auch noch ein Foto. Hier ist auch noch ein Foto. Und hier ist noch ein Glockenturm. Da waren wir definitiv noch nicht. Das war geil. Was? Was denn überhaupt? Da, la, la, la. Ich bedenke mal halt, solange wir noch hier sind, können wir ja eigentlich alles mitnehmen. Da ist noch eine Truhe, die nehmen wir mit. So. Oh, geil, ein Heiltrank. Oh Gott, da war noch ein Heiltrank. Schnell, zurück, 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 zurück. Heiltrank, ich meine, eine Truhe. Jetzt sei nicht undankbar. Eine Feder, ist doch voll nice. Es mit dem Rumjumpen ist halt schon echt gut, wenn man es richtig machen würde. Nicht so wie ich. Eigentlich könnte man ja da unendlich weit hoch. Oder? Wenn ich so... Ich gehe hier da so hoch, so zack. Passiert einfach gar nichts. Hä? Schön. Ja, genau. Wir schweben nicht unmittelbar in Gefahr. Da ist noch eine Truhe. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Die holen wir noch schnell. Zack. Alter. Oh, Gottes Willen. Halt die dumme Feld. So ein bisschen manchmal... Ein bisschen schon komisch manchmal, aber... Ertragbar. Ciao. Ciao. Hey. Das stimmt nicht. Nicht schlecht. Oh. Hi. So, ich war nur wegen der Truhe hier. Wie weit noch? Wir nähern uns. War ein Heiltrank. Danke für nichts. Oh, er ist schon tot. Ups.
Ciao. Okay, komm, die Truhe können wir ja auch noch holen. Die ist ja neben dran. Zack. Müll der Moschus. Ja, komm und hier, ne? Nee. Jetzt wird doch übertreiben nicht. Oh, da oben aber noch was, hä? Ach, das war der Heiltrank, den wir nicht aufheben konnten. Das ist natürlich super. Kann ich einfach eigentlich... Frey, bleib bei mir. Verdammt! Da-da-dam, da-da-dam. Neuer Schnelleiseort, genau. So, dann gehen wir einmal rüber zum neuen Mantel, den wir dort bekommen. Nehmen wir ein bisschen mit für die nächsten Heiltränke. Was ist das? Schütze deine Flanke. Okay, mach. What the fuck? Ich kann mich auch an Gegner ranziehen. Gut zu wissen. Etwas extrem Mächtiges nähert sich uns. Was? Verziehen wir uns lieber, bevor es hier ankommt. Könnte zu spät sein. Ja. Wow. Was Mächtiges? Ich würde es gern sehen. Der Sturm hat uns schon erfasst. Frey, Selbsterhaltung ist jetzt das Wichtigste. Ein Sturm. Hast du dir Sorgen um mich? Nun, es wäre schon ärgerlich, wenn du einen plötzlichen gewaltsamen Tod fändest. Alter! Was, die sterben alle? Was? Wo sind wir hier? Wozu auch immer dieses Bauwerk diente, es ist ziemlich alt. Zielort erreicht. Warum übernimmst du nicht mal das Laufen? Dafür sind Armbergen leider nicht... Nicht geeignet. Der Stolz von Prenost. Soldaten aus Prenost wurden in Festungen im ganzen Reich eingesetzt und hatten den Auftrag, den Frieden zu wahren. Zwar bedeutet dies in der Praxis meist, der örtlichen Bevölkerung unter die Arme zu greifen und kleine Streitigkeiten zu schlichten, doch die Armee verlor nie ihren wahren Zweck aus den Augen, Aethia von einem Angriff von außen zu verteidigen. Aus diesem Grund trainierten die Soldaten fortwährend unter den wachsamen Augen Tante Seilers, um einsatzbereit zu bleiben. Ausgelegt. Entschuldigung. Wollt ihr für eure ach so tolle Tante echt ins Gras beißen? Sie werden nicht auf dich hören. Erlöse sie aus ihrem Elend. Oh, hallo. Dann gucken wir mal, ob wir damit mehr Chancen haben. Ich frage mich, ob du meinen Daseinszweck missverstanden hast. Und ich frag mich, wie ein Windling wie du so einen guten Schild abgeschlagen hat. Das hat gesessen! Schreib dir das hinter die Ohren! Lump. Was? Genau! Der nächste Treffer tut weh! Hoffentlich nur das. Oh, das ist der, ne? Gleich gibt's aufs Maul! Was macht der denn hier? Mach das dein Leben ein bisschen leichter. Nur ein bisschen. Nee, das funzt nicht. Hasta la vista, Baby! Schön, ich erwischt. Ein ziemlich renitenter Gegner. Das ist okay. Hält mich auf Kraft.
Das musst du probieren, Ralf. Wie wär's? Das ist aber großzügig von dir. Was, echt? Ich könnte dich ja damit einreiben oder so. Nee, was labert ihr eigentlich gerade? Und warum sind hier so Milliarden Gegner? Haben wir jetzt mal alle. Das wird was. Komm schon. Oh. Ich dachte eigentlich, ich kann das parieren, aber wie es aussieht, nicht. Sehr gutes Timing. Danke. Danke. Ciao. Ciao. Glutkranz. So, haben wir jetzt mal alles, das war ja. Nee, haben wir nicht, da ist noch einer. Nimm das. Ciao. Noch mehr was? Ich glaube, da kommen noch mehr. Ja, das sehe ich auch. Ah, wie viele? Das sind jetzt nicht gerade so schwache Gegner. Wenn ich dir einen hochgemannten Rat geben dürfte. Das fehlt mir gerade noch. Alter. Warte. Können wir die fesseln eigentlich? Hab ich dich. Das ist unsere Chance. Oh Gott, nicht die Feuerattacke. Hey, ja. Schön. Der liegt auf dem Boden. Oh, Gott sei Dank. Ey, dieses Kackfeuer. Kann sich nur um Jahrhunderte handeln. Jetzt. Oh, der war richtig gut. Du bist mein. Aus dem Weg. Einer weniger, glaube ich, oder? Oder auch nicht? So. Okay, einen haben wir. Zwei haben wir. Und drei haben wir. Oh, Alter, war das jetzt super nervig. Spute dich ein bisschen, hörst du?
Das soll wohl heißen, dass wir noch lange nicht da sind, was? Wir haben nochmal einen Glutkranz gefunden. Was wir auch immer den brauchen. Scheint OP zu sein. Das nehme ich mal mit. 130 XP, ey, was? So, haben wir alles? Sieht aus, als wäre die Luft rein. Fühl dich nicht zu sicher. Okay, wir holen jetzt erstmal die Truhe oben. Das war gar nicht übel. Es war in Ordnung, ja. Ja, es war in Ordnung, ja. Mal sehen. Nie motiviert, der arme Herr Armreif. Unaufhaltbar. Für Tanta Silas Verhältnisse ungewöhnlich luxuriös. Luxuriöser Umhang. Erhöht den durch Zauber verursachten Schaden beim Parcours und verringert den erlittenen Sturzschaden. Von mir aus. What the fuck? Wie kommt man da rein? Da sind doch zwei Truhen. Gucken wir jetzt nochmal. Also. Hier ist kein Eingang. Hier links? Ah, hier rechts, oder? Ja, okay. Nochmal Glutkranz und Metallklumpen. Was? Okay, soweit so gut. Wir gucken nochmal auf die Map. Wir haben hier noch eine Höhle mit einem Archiveintrag. Hier noch das Foto. Also ich würde sagen 1, 2, 3, 4 und am Ende noch den Spell. Dann haben wir hier nämlich in dem Gebiet alles abgegrast. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zur Hauptstadt, hä? Zur Zeit. Der Bruch wird intensiver. Heißt das, wir sind am Arsch? Das liegt ganz bei dir. Oh, nee. Keine Sorge, es geht schnell. Ich will es hoffen. Hast die Viecher, gell? Hab dich. Könntest du mich vielleicht nicht ganz so oft treffen lassen? Wofür hältst du mich? Für eine Superheldin? Nicht mit mir! Ah, nice. Fuck yeah! Gut. Einfach alles parieren, dann ist easy. Oh, Alter! Jawoll! Hast du gesehen, wie schnell das ging? Oh, natürlich. Ich war wie gebannt. Ach, das war's schon. Das war ja... Ein kleiner Abstecher einfach. Hier und da zahlt sich aus, weißt du? Miauzi Putz Lehrling Teil 3, alles klar. Der Mann starrte den Dämon ernst an und wusste sofort, worum es sich bei dieser Kreatur handelt. Der in Fledermaus schwarzen Schwingen und in schneeweißen Fell handelte. Mit festem Blick rief er, och, sieh dich an, bist du nicht niedlich? Ich könnte dich knuddeln und ewig streicheln. Was? Erwiderte die Katze. Ich bin der Dämon, der deine Seele raubte. Fass mich nicht an. Und so lebten die beiden glücklich und zufrieden, bis ans Ende ihrer Tage nun zumindest einer von beiden. Oh, glaub mir. Das weiß ich selber. Dort vorne ist unser Ziel. Mhm. Kein sehr beeindruckender Fund. Der Regendach. Warum? Hey, einem geschenkten Gaul. So, ich würde sagen, nächste Folge gehen wir dann zu 3, 4 und 5. Und sieht eigentlich schon echt nice aus. Wir sind immer noch unter Wasser, könnte man ja so sagen. Das ist ein bisschen strange alles. Wird auch Zeit, dass wir hier rauskommen. Ohne Witz. Aber es geht. Also wir sind schon echt brutal stark geworden. Also ich habe gar keinerlei Probleme eigentlich mit den meisten Gegnern. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.